Hallo, hallo, hallo. Heute geht es um Social-Media-Nutzung in der Schweiz, basierend auf meinem Artikel dazu, das ein bisschen Fragen aufgeworfen hat. Okay, ich habe regelmäßig diesen Artikel aktualisiert über die letzten paar Jahre. Die vielleicht 10 oder 9 Social-Networks oder vielleicht 8, je nachdem, was für dich ein Social-Network ist, aufgelistet, die am meisten genutzt werden in der Schweiz. Und zu oberst wäre da WhatsApp in der Grafik. Und das ist die erste Frage, warum WhatsApp? WhatsApp ist doch kein Social Network. Könnte man von Snapchat auch fragen. Diese Plattformen sind eher Messenger-Dienste und das ist richtig. WhatsApp ist nicht ein klassisches Social Network, wie E-Mail das ja auch nicht ist. E-Mail ist wahrscheinlich ein bisschen mehr Social Network als WhatsApp. Ich habe WhatsApp auf dieser Liste hauptsächlich aus einem Grund, um zu zeigen, dass Facebook ziemlich Gewicht hat mit Instagram, das von Facebook gekauft wurde, und WhatsApp, das von Facebook gekauft wurde, und Facebook selbst. Und da gäbe es noch den Facebook Messenger. Mit diesen 4 Apps hat Facebook Zugang zu praktisch allen Smartphone-Nutzern, sage ich mal, in der Schweiz. Natürlich gibt es ein paar, die jetzt weg sind von Instagram und WhatsApp und Facebook. Und ja, gut, es gibt gute Alternativen, zum Beispiel Threema oder Telegram oder Signal. Gute Alternativen für WhatsApp. Meiner Meinung nach sollten alle eine Alternative zu WhatsApp installieren, einfach aus Prinzip, auch wenn man es noch nicht nutzt, aber die Basis schaffen, damit die Verbreitung ein bisschen größer wird. Okay, WhatsApp zu oberst, mehr als Referenz. 2. Platz YouTube, mit in der Schweiz vielleicht 5,5 Millionen Nutzern. YouTube wird natürlich nicht von 5,5 Millionen Nutzern als Veröffentlichungsplattform genutzt, sondern eher konsumierend. Das ist generell so, das ist auch bei Facebook so. Facebook an 3. Stelle mit gegen 4 Millionen Nutzern in der Schweiz, dann Instagram. 2,5 Millionen Nutzer. Instagram übrigens die Plattform, die am meisten gewachsen ist in letzter Zeit. Also überhaupt nicht mehr nur für junge Generationen. Instagram wird richtig genutzt. Dann Snapchat ist meiner Meinung nach auch nicht wirklich ein Social Network, weil es dort drin bis vor kurzem mindestens recht schwer war, neue Leute zu entdecken, die jetzt nicht gerade Stars, Popstars sind, sondern um einen Freundeskreis aufzubauen innerhalb von Snapchat, ohne über Snapcodes von Instagram und so weiter her zu kommen. Dann LinkedIn, nächste Stelle, vor Twitter dann und dann Xing. Zu Xing ist zu sagen, die Aktivität auf der Plattform ist unterirdisch tief. Xing wird vor allem genutzt als Sammlung von Visitenkarten. Und wenn man testet, gleiches Thema auf LinkedIn wie auf Xing mit ähnlich vielen Followern, gibt ein paar hundertmal mehr Interaktionen auf LinkedIn. Also Xing eher Visitenkartensammlung, die für diesen Zweck vielleicht taugt und auch immer mehr Leute das nutzen in dieser Art. Sie schreiben auch schöne Pressemitteilungen dazu, aber leben auf der Plattform, also Minutes watched, sage ich mal, oder wie viel Zeit die Leute wirklich auf der Plattform verbringen, das schlussendlich ein bisschen ausschlaggebend ist für einige Einnahmenquellen, ist sehr, sehr tief. Pinterest, ungefähr gleich viele Leute wie Xing. Leute, die wirklich aktiv auf Pinterest sind, sind sicher häufiger auf Pinterest als auf Xing. Genau. Okay, das mal diese Plattform, die ich in der Grafik habe, da kam die Frage auch auf, was ist mit Google Plus? Und die Antwort dazu ist, Google Plus ist schlichtweg nicht mehr relevant. Spätestens seit Google auch selbst gesagt hat, die Plattform ist nicht mehr relevant und wird aus diversen Gründen geschlossen. Okay. Dann die Frage, wieso schaffen es YouTube und Facebook immer noch erste Liga zu sein? Dann muss man vielleicht ein bisschen unterscheiden. Facebook hat zwar weniger Nutzer als YouTube, aber die Aktivität pro Nutzer ist eher höher auf Facebook. YouTube bei vielen eher nur
Konsumierplattform vielleicht mal ein Like oder ab und zu ein Kommentar, selten, was auf Facebook ganz anders ist. Wie schaffen die Plattformen das, dort vorne zu bleiben? Einerseits mal die kritische Masse. Alle haben Facebook, alle haben YouTube, sage ich jetzt mal so. YouTube ist auch Konzern Google, das heißt, kriegt auch gewisse Sichtbarkeit in Google selbst. YouTube ist die zweitgrößte Suchmaschine nach Google und viele Menschen, ich auch, gehen direkt zu YouTube, um beispielsweise Tutorials zu finden, Anleitungen zu finden, How-Tos. Da hat es eine neue Plattform für Videos wie Vimeo oder kleinere Plattformen haben es ziemlich schwer, weil halt die Masse schon dort ist. Es gibt auch diese YouTube Creators, die Geld verdienen auf der YouTube Plattform. Und da ist YouTube im Moment noch vorne. Ist eine spannende Frage, weil Facebook YouTube überholen will in Sachen Video. Und das geht nur, wenn die Sternchen, YouTube Sternchen, auch anfangen, für Facebook-Videos zu produzieren. Oder mit der Zeit, es sie diese Facebook-Video-Leute gibt. Und Facebook hat angefangen, Geld zu zahlen für Video-Creators auf der Facebook-Plattform. Das ist jetzt noch nicht breit verfügbar, aber es zeigt schon, dass Facebook Schritte unternimmt, YouTube anzugreifen. YouTube selbst bleibt im Moment vorne, obwohl sie einige Skandale hatten in letzter Zeit. Man erinnert sich vielleicht an Adpocalypse, als viele Unternehmen ein bisschen aus Falschinformationen ihre Budgets wegzogen von YouTube, hauptsächlich weil sie schlecht beraten waren von Agenturen, von klassischen Werbeagenturen, nehme ich mal an, die nicht wussten, dass man diese Budgets ein bisschen besser steuern kann. Es ging da darum, dass YouTube-Anzeigen angezeigt wurden auf Videos mit zweifelhaften bis abstoßenden Inhalten. YouTube hat sehr viele Vorkehrungen gemacht in der Zwischenzeit. Kleine Kanäle mit nur ein paar Abonnenten können keine Anzeigen mehr schalten auf ihren Videos und so weiter und so fort. Zudem gibt es diese Steuerungsmechanismen seit Jahren schon, dass solche Unternehmen ihre Budgets besser steuern könnten. Gut. YouTube kam erneut wieder in die Kritik mit ihrem Jahresrevue, in dem sie, also sie haben ein Video veröffentlicht, in dem sie vor allem große Stars hervorgehoben haben, als was im 2018 auf YouTube so passierte. Und damit stießen sie sehr vielen YouTube-Creators, die kleinen YouTuber, die ihre Kanäle mit Herzblut aufgebaut haben, vor den Kopf. Dieses Video wurde zum meistgehassten Video auf YouTube selbst. Das Video, das YouTube selbst erstellt hatte. Okay. Also, YouTube, Facebook, das wird spannend bleiben. Facebook wird sicher große Schritte machen nächstes Jahr in Sachen Videoplattform. Man sieht es schon jetzt, der Watch-Bereich auf Facebook, da wird es sicher noch einiges zu sehen geben. Dann, nächste Frage, das Thema Dark Social. Also, wir haben jetzt diese Zahlen, aktive Nutzer, Nutzer, die interagieren. Was ist mit Dark Social? Damit meint man Interaktionen von Menschen mit digitalen Mitteln. Aber das kann jetzt zum Beispiel eben auch WhatsApp sein. Menschen, die miteinander interagieren und Inhalte weiterleiten auf eine Art, die nicht gut messbar ist für den Ersteller vielleicht dieser Information. Wie gehen wir als Unternehmen damit um, dass wir diesen Bereich von Social nicht messen können? Wir können in Facebook alles messen, wir können Zielgruppen erstellen von Menschen, die 75% dieses Videos angeschaut haben, diese Leute wieder kontaktieren, aber Dark Social, das passiert ein bisschen im Versteckten, weil wir nicht in WhatsApp reinschauen können und so weiter und nicht messen können. Entsprechend können wir nicht viel auswerten, logischerweise, und nicht viel optimieren. Nicht viel optimieren, basierend auf handfesten Zahlen. Was wir tun sollten, ist uns bewusst sein, wir können nicht alles messen.
wir können gewisse Auswirkungen von Dark Social erahnen oder auch messen, wenn das sichtbar wird. Zum Beispiel, wenn ein Blogartikel geteilt wird durch Messenger-Dienste und dann stellen wir irgendwann fest, dass Leute wirklich auf den Artikel kommen und aus Dark Social hinauskommen, in die Messbarkeit. Aber für mich jetzt als Performance-Marketer, ich will möglichst viel messen können und optimieren können, basierend auf Daten. Das heißt, Dark Social ist bewusst im Hintergrund, aber nicht mein primärer Fokus. Okay, das ein paar Fragen, die aufgekommen sind zu dieser Liste. Wenn du noch weitere Fragen hast, unten in den Kommentaren. Ich versuche, so schnell wie möglich zu antworten. Und wenn dir meine Videos gefallen, dann schau doch die anderen. Teile das Video weiter und gib mir einen Daumen hoch. Das ist ein kleiner Little Win für mich und ich freue mich jedes Mal. In diesem Sinne, schöne Festtage und man sieht sich in einem weiteren Video. Bye bye!